Alles, was ihr heute seht, kam mit Hilfe verschiedenster KIs zustande. Auch meine Stimme. Die hört sich nämlich im Original so an. Und so machen wir professionelle Aufnahmen draus, ohne dass ihr überhaupt die leiseste Ahnung vom Abmischen, Mikrofonposition, Raumakustik oder jeder anderen Scheiß haben müsst. Seit ich so ein kleiner Pups war, ist Musik ein wichtiger Bestandteil meiner Kultur da drin. Und auch diese Kultur hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert und ich hoffe zumindest weiterentwickelt. In jüngster Zeit hat aber die Kunst der künstlichen Intelligenz Einzug in die Musikwelt gehalten und hat die Art und Weise, wie wir Musik erstellen und bearbeiten, komplett auf den Kopf gestellt. Per Mausklick aus schrottigen Aufnahmen eine Premium-Version zu machen, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wir mischen heute mit künstlicher Intelligenz ab, automatisieren das Mastering und schauen uns an, was wir als Musikmachende sonst noch so für einen Nutzen aus dieser KI ziehen können und wo die Grenzen dieser Intelligenz liegen. Und da war doch noch eine Sache, bei der hätte ich mir nie gedacht, dass mir eine KI speziell in Cakewalk bei einer Funktion hilft, bei der ich mich bisher zero, null, nada ausgekannt habe. Nur um dann herauszufinden, dass sie mich komplett verarscht hat. Ja, Hudi, hallo! Übrigens, beim Texten der Anleitung hat auch eine KI mitgeholfen. Das war nicht mal aufwendig. Schreibt mir eine spannende Anleitung zum Thema Musik mit KI. Und da kommt dann tatsächlich sehr schnell ein brauchbarer Text. Anderes Beispiel mit Songtexten. Ohne Scheiß, schreib einen Songtext über die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ja, über die Qualität kann man durchaus streiten, aber hey, wir sind ja da durchaus erst am Anfang. Warten wir mal ab, was das Ding so in ein, zwei Jahren alles dichten kann. Doch heute wollen wir uns nicht durch Texte inspirieren lassen. Ich habe mir ein paar AI-Tools zugelegt und diese in Cakewalk dazu verwendet, einen kompletten Song abzumischen und zu mastern. War eine total witzige Erfahrung voller Überraschungen. Ich habe uns dieses Projekt ausgesucht und das werden wir nur mit künstlicher Intelligenz mischen und mastern. Im ersten Schritt wollen wir die Einzelspuren mal optimieren. Und dazu nutze ich übrigens nur Tools der Firma iZotope. Gleich vorweg, ich werde nicht von denen gesponsert, kriege auch keine Kohle dafür. Ich finde einfach, die sind ein sehr gutes Beispiel dafür, was mit Machine Learning heutzutage so alles möglich ist. Das erste nennt sich Nectar 3. Das habe ich in der Plus-Version und das ist spezialisiert auf Vocals. Alles, was wir dafür tun müssen, das Plugin in den Effekt-Rack, ein paar Richtlinien festlegen, was Stil und Intensität angeht. Und dann starten wir den Track und lassen das Plugin einfach mal reinhören. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht, schwarz mit Motorrad. Unterwegs, bis die Achse bricht, rot in den Schnee gekotzt wird, nur wenn du mit Kirschen. Das war's dann schon. Und was ist jetzt passiert? Dieses Tool hat das Abmischen einer Vocalspur gelernt, indem es mit sehr vielen Beispielen gefüttert wurde. Beispiele, wie man eine Gesangsspur abmischt und wie man es auch nicht macht. Und anhand dieser Beispiele hat die Software gelernt, wie sie mit jedem anderen Audiomaterial umgehen muss. Und da reden wir nicht nur vom Equalizer, sondern wesentlich mehr. Hier gibt es verschiedene Module und abhängig vom Material werden diese aktiviert und automatisch eingestellt. Also so das Typische, was man bei so einer Stimme verwendet. Auch so ein subtiler Hall. Mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht, rot in den Schnee gekotzt. Den schalte ich mir aber ab, weil später kriegen wir noch einen KI-Hall dazu. Ja. Das ist die Stimme ohne KI-Bearbeitung. Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Und das hier mit. Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Dieses automatische Analysieren und Einrichten machen wir nun bei allen anderen Vocalspuren. Wir waren wie Brüder und haben uns nie versteckt. Wir haben so viel erlebt und wären schon manchmal verreckt. Jetzt haben wir aber noch andere Spuren. Das Schlagzeug hier ist in mehrere Spuren aufgeteilt. Und dann nehmen wir unser zweites Tool, auch von iZotope, genannt Neutron. Auch diese ziehe ich wieder in den Effekt-Rack bei der Kick.
anders als Nektar erkennt dies erstmal, um welches Instrument es sich handelt und stellt erstmal alles so ein, wie es meint, wie halt so ein Instrument in einer professionellen Aufnahme klingen sollte. Da gibt es auch wieder ganz viele Module, vom Soundshaper bis hin zu EQs und Kompressoren. Die alle kann ich aber auch hier wieder so anpassen, um den Ausgangssound noch weiter nach meinem Geschmack zu formen. Gleiches machen wir mit der Snare und den Overheads. Auch will ich zusätzlich das Schlagzeug gesamt anpassen, deswegen erstelle ich mir eine AUX-Spur und gruppiere alle Drum-Tracks in diesen AUX-Track. Ist quasi eine Subgruppe auf Spurebene. Auch hier Neutron rein und analysieren lassen. Mit den restlichen Spuren ist es dann das gleiche Spiel. Jetzt habe ich hier noch diese Spur, da habe ich ein kleines Problem. Bei den Vocalaufnahmen hatte ich einen etwas trockenen Mund und deswegen auch ein paar Schmatzer drin. Wir wurden abgestraft mit Katzenfuttersemmeln. Auch ein paar zu laute P's knallen mir hier zu sehr im Track. Könnte ich jetzt alles manuell rausschneiden, habe ich aber keinen Bock drauf. Mit dem nächsten Tool von iZotope namens RX kann ich die automatisiert entfernen. Alles, was mir heute nicht so gefällt. Wir wurden abgestraft mit Katzenfuttersemmeln. Aßen kurzen zeitgleich Burger unter Eichenbäumen. Rauchten drei, vier, weiße Ollen. Wir wurden abgestraft mit Katzenfuttersemmeln. Aßen kurzen zeitgleich Burger unter Eichenbäumen. Jede Spur ist jetzt automatisch ordentlich eingepegelt und für sich optimiert. Sorgen wir im nächsten Schritt für ordentliche Lautstärkenverhältnisse. Und das macht unser nächstes Tool, der Mixing Assistant. Den schmeiße ich in den Masterbus und lasse den Song einmal komplett durchlaufen. Dabei kommunizieren die Plugins miteinander und Mixing Assistant regelt die Ausgänge in den einzelnen Plugins, um einen ausgewogenen Mix zu kreieren. Zumindest macht es uns einen Vorschlag, den wir natürlich auch wieder anpassen können. Und so klingt jetzt der Ref. Was meint ihr? Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Klingt das jetzt gut oder eher so, ja, geht so. Bevor wir aber ans Mastern gehen, ist mir noch aufgefallen, dass Kick und Bass so ein bisschen miteinander konkurrieren. Ja, und welche Frequenzen müssen wir jetzt da bearbeiten? Das kann uns doch scheißegal sein. Das macht gefälligst die KI. Bass kämpft mit Kick und ich will den Bass ein bisschen zurücknehmen. Ist überhaupt kein Ding. In der Neutron-Instanz von Bass laden wir das Modul Unmask und geben als Input die Kick an. Jetzt werden überlagernde Frequenzen einfach reduziert und das können wir nun feinjustieren, bis uns das Ergebnis gefällt. Jetzt hätte ich aber gerne noch einen Reverb dazu und da stoßen auch viele oft an ihre Grenzen. Diese können das Ganze nämlich ziemlich schnell vermatschen, aber auch dafür haben wir ein intelligentes Tool. Mit NeoVerb kann ich die gewünschte Hallart und Intensität auswählen und sämtliche Störfrequenzen werden EQ-mäßig dann weggenommen. Und wie gefällt euch der Mix bisher? Der muss jetzt natürlich noch gemastert werden, aber vorher will ich meine Instrumente noch im Stereopanorama verteilen. Und das mache ich nicht über meinen Panregler, sondern auch hier im Mixing Assistant kann ich meine Instrumente direkt im Raum platzieren. Jetzt geht's aber ans Mastering und das geht auf zwei unterschiedliche Arten automatisch. Dafür nehmen wir Ozone. Das kommt in den Master Track und auch hier wieder Play drücken und den Rest macht Ozone von alleine. Wollen wir es hingegen so klingen lassen wie das Mastering eines bestimmten Songs, können wir diesen Song vorher als Audiomaterial oder Beispieldatei einspeisen. Oder wir nehmen gleich das Tool Audio Lens, damit können wir einen Song analysieren lassen und das auf jeden anderen Mixer anwenden. Geht übrigens auch mit einzelnen Instrumenten. Aber macht mich das jetzt nicht arbeitslos und dich auch?
Nee, ich glaube nicht. Klar, nimmt uns KI vieles ab und auch in Kunst ist es teilweise ziemlich erschreckend, was Dalí mittlerweile so alles kann. Aber eins kann mir die KI nicht nehmen und das ist die pure Lust am Musik zu machen. Klar, wird das die KI in nicht allzu ferner Zukunft mindestens genauso gut hinkriegen wie jeder andere von euch, der Musik macht. Aber ich habe immer noch Spaß dran, mich hinzusetzen, einen Song zu schreiben, den aufzunehmen und abzumischen. Und solange ihr da auch Bock drauf habt, bleib ich mit meinen Tutorials zu Cakewalk zumindest nicht arbeitslos. Außerdem hat selbst diese KI ihre Grenzen. Zum Beispiel macht es keine Automation. Das ist oft ganz effektiv, wenn ich beispielsweise dieses Instrument in den Strophen leiser machen möchte als im Ref. Diese vermeintlich so einfachen Sachen. Ja. Außerdem hat mich diese sprichwörtlich verarscht, und zwar mit Cakewalk Cal. Cal steht für Cakewalk Application Language und damit kann ich mir Befehle, sagen wir ganz grob, ja, selber programmieren. Damit kenne ich mich null aus, aber ich weiß zumindest, dass man damit jede Menge abgefahrenen Scheiß machen kann. Und jetzt war dann dieser Kommentar hier. Kann man alle Noten in einer bestimmten Tonart markieren? Ich wüsste jetzt nicht, dass es so einen Button oder Menü in Cakewalk gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man sowas in Cal programmieren könnte. Wenn man denn weiß, wie es geht. Fragen wir doch einfach mal unsere KI. Schreibe eine Funktion in Cakewalk Cal, die alle Noten einer bestimmten Tonart markiert. Zack, schreibt mir die mal ebenso eine komplette Funktion. Bei der sich herausstellt, dass sie so überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man mal genauer hinschaut und so ein Beispielskript öffnet, welches in Cakewalk dabei ist, sieht man auch ganz schnell, dass sich die komplett unterscheiden. Ja, gut zu wissen, dass wir beim Musikmachen doch noch nicht ganz so überflüssig sind. Bleibt also doch Zeit, dass wir uns ein paar wichtige Sachen aneignen, wie zum Beispiel ordentliches Gainstaging. Ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli. Und Servus.